herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Serie Übung des Tages. Wir befinden uns wie immer auf der Wiese hinter meinem Zuhause und heute habe ich mal was für eine ganz spezielle Gruppe mitgebracht. Die Übung tut allen gut, aber ich denke jetzt ganz besonders an die Läufer, die momentan nicht laufen können. Ich habe einige Patienten davon und einige haben sich auch schon gemeldet, dass ihnen die Waden ziemlich ziehen. Es ist verständlich, die Waden kriegen normalerweise sehr, sehr viel an Bewegung, wenn man läuft. Und momentan ist bei den meisten halt einfach ein bisschen Problem rauszukommen. Also schauen wir uns an, was wir für die Waden tun können, damit sie über diese Zeit drüber kommen. Wir brauchen einen Zaun, eine Wand, eine Treppe auf jeden Fall. Irgendwas, was abschüssig ist, damit wir uns dort dehnen können. Schauen wir es uns an. Ich halte mich, das ist ganz, ganz wichtig. Es darf keine Gleichgewichtsübung werden, sondern wichtig ist, dass meine Wade in eine Dehnung reinkommt, ohne dass sie gleichzeitig stabilisieren muss. Die erste Übung für die Wade ist, ich nehme den Fuß nach hinten, das hintere Bein strecke ich und mit dem vorderen, das gebeugt ist, bewege ich mich nach vor, vor allem bewege ich das Becken nach vor. Das, was ich sehr gut spüre, ist jetzt hinten ein Ziehen über die ganze Wade hoch. Versuche die Dehnübung auch wirklich lange, locker auszuhalten. 30 Sekunden ist so das Minimum. Die Atmung dabei nicht vergessen. Und dann wechsle ich die Seite. Zweite Variante, sie sieht sehr ähnlich aus, ist aber doch für die Muskulatur ziemlich ein anderer Einfluss. Und zwar das hintere Bein geht jetzt mit dem Knie in Richtung der vorderen Ferse nach unten, als würde ich ein Knicksel machen. Ihr spürt die Dehnung auch deutlich tiefer in Richtung Achillessehne runter. Die Ferse versucht, auf dem Boden zu bleiben. Bei vielen wird es nicht ganz so viel Bewegung geben, wie die hinten sehr, sehr stark verkürzt sind. Ich versuche es trotzdem. Knie in Richtung des vorderen Fußes auf Höhe der Ferse. Und dann abwechseln. Auch da versuche ich 30 Sekunden ganz locker langsam zu dehnen. Generell zur Wade, sie mag es nicht gedehnt zu werden, wenn sie ganz, ganz kalt ist. Okay? Generell bei der Muskulatur, aber bei der Wade ganz besonders, wir sollten leicht aufgewärmt sein. Das heißt nicht in der Früh aus dem Bett raussteigen und dehnen, sondern erst einmal ein paar Schritte gehen, bevor wir die Übung machen. Die dritte Variante, sehr, sehr wichtig für die Läufer. Dadurch, dass dann sehr, sehr viel Abdruck ist bei der Laufbewegung, brauche ich das auch für meine Fußsohle. Ich nehme mir entweder eine Treppe oder eine Wand. Wichtig ist, dass ich Schuhe da jetzt anhabe. Ich gehe mit dem Fuß gegen die Wand oder gegen die Treppe und bewege mich dann nach vorne. Ihr spürt es jetzt, sei es unten auf der Fußsohle, als auch auf der Wade. Und die andere Seite auch. Holt euch zur Wand hin. Auch diese Bewegung 30 Sekunden locker halten. Tut mir leid, liebe Läufer, dass im Moment euer Bewegungsraum wahrscheinlich mehr rund ums Haus ist. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem im Training. Zumindest die Waden sollten nicht drunter leiden. Viel Spaß bei der Übung und in dem Sinne, wir bleiben zu Hause. Bleib's ja Esterhorn.